Darf ich Sicherheitslücken, die ich gefunden habe, im Internet veröffentlichen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und es ist mal wieder Sonntag, Zeit für eure Nutzerfragen, die ihr entweder unter dem Hashtag FragWBS irgendwo in die sozialen Netzwerke gepostet habt oder, und das ist neu, an die E-Mail-Adresse fragwbs@gmail.com als Video gemailt habt. Und das ist wichtig, bitte nur Videos mailen, keine Nutzerfragen mailen, die könnt ihr unter dem Hashtag FragWBS überall hinposten, außerdem Videos bitte auch im Querformat und nicht gerade in 4K aufnehmen. Also, erste Frage, wir legen direkt los. LGBK fragt, darf ich, wenn ich eine Sicherheitslücke in der Webseite einer Firma gefunden habe und diese auch gemeldet habe, öffentlich machen, wenn der Webseitenbetreiber sich nicht innerhalb einer bestimmten Frist gemeldet hat? Nein, dafür würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen. Es gibt nämlich eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg zu Adblock Plus, und die haben gesagt, wenn man die Nutzung von Adblock Plus mit Bild.de ermöglicht und beschreibt, wie das funktioniert, dann begeht man eine Urheberrechtsverletzung. Und so ähnlich könnte man es auch hier sehen. Wenn ihr beschreibt, wie technische Schutzmaßnahmen umgangen werden können durch Beschreibung der Sicherheitslücke, könntet ihr einer Urheberrechtsverletzung euch ja möglicherweise strafbar machen. Insofern davon bitte Abstand nehmen. Und die nächste Frage, die stellt der Verfasser selbst, das ist nämlich ASD, und insofern die Frage kommt im Video. Bitteschön. Ist es erlaubt, bei Musikstreaming-Portalen wie Spotify Audioaufnahmen zu machen und diese dann privat zu nutzen? Danke ASD für diese interessante Frage. Danke, dass du die auch per Video an fragwbs@gmail.com geschickt hast. Und die Antwort lautet, ja, das ist erlaubt, aus meiner Sicht jedenfalls. Und selbst wenn die Portale das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verbieten, nutzt du hier bei der beschriebenen Art und Weise nur die sogenannte analoge Lücke. Das bedeutet, dass du zu privaten Zwecken dir Aufnahmen machen kannst. Und ich gehe auch davon aus, wie viele andere Juristen, dass man solche Privatkopien eben nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verbieten kann. Insofern war das durchaus erlaubt, was du hier gemacht hast. Nächste spannende Frage kommt von Peter Lustig, auch ein treuer Zuschauer unseres Kanals hier. Er oder sie fragt, habe ich bei zu spät erhaltener Ware Anspruch auf Preisminderung und wenn ja, wie viel? Das ist eine wirklich gute Frage, denn die stellen sich immer wieder Leute, die auch hier bei uns anrufen. Die Antwort lautet erst einmal nein. Es kann sein, dass du einen Anspruch auf Rücktritt hast, wenn die Zeitspanne zu lang ist. Und es kann auch sein, dass du einen Anspruch auf Schadenersatz hast, in dem Moment, wo eine Zeit bestimmt war. Das könnte zum Beispiel bei einem Karnevalskostüm der Fall sein. Es ist zeitlich bestimmt, dass das vor Karneval ankommen soll. Du musst dir nachher das gleiche Kostüm teurer kaufen. Dann kommt das zweite Kostüm später an und dann sagt man, was will er jetzt noch mit diesem Kostüm? Dann könntest du die Differenz, die preisliche Differenz, wenn eine Zeit tatsächlich fest vereinbart war, geltend machen. Aber grundsätzlich gilt, die verzögerte Zustellung ist gerade kein Mangel an der Sache. Und insofern kann man da auch nicht irgendwie jetzt sagen, ist es rabattfähig oder ich kriege jetzt ein bisschen was runter. Das ist alleine Kulanz des einzelnen Verkäufers, dass er euch hier schon mal im Preis entgegenkommt, wenn die Sache verspätet angekommen ist. Was im Internet natürlich sowieso immer möglich ist, ihr habt ein sogenanntes Widerrufsrecht. Wenn die Ware also nicht pünktlich kommt, dann könnt ihr einfach vom Widerruf Gebrauch machen und so könnt ihr euch vom Vertrag lösen und müsst es dann die Ware nur zurückschicken, wenn sie denn später kommt. Insofern danke euch für diese tollen, interessanten, ich glaube auch für die anderen Zuschauer hier spannenden Fragen. Weitere Fragen könnt ihr uns mailen per Video an fragwbs@gmail.com oder per Text unter dem Hashtag fragwbs, dann irgendwo in die sozialen Netzwerke. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.